Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir gucken uns heute mal unseren MTW an. Der ist noch gar nicht so alt, den haben wir jetzt erst abgeholt. Eine Kleinigkeit müssen wir noch machen, aber das meiste ist schon erledigt, wie es so ist im Feuerwehrleben. Standard ist ja nicht schön, das heißt, jeder versucht immer so ein bisschen was zu machen, hat seine eigenen Ideen, ist auch nicht böse gemeint. Aber ich zeige euch mal ganz kurz unseren neuen schönen MTW, okay? Los geht's. Das ist der MTB. Wie gesagt, ziemlich Standard angeschafft von uns von der Stadt. Er ist, muss ich sagen, relativ hoch und lang. Also das ist schon, man muss schon gucken, ob man, wo man jetzt wie reinfährt. Da muss man schon ein bisschen ausholen. Der Radstand ist nicht zu unterschätzen. Aber fährt sich wie ein normales Auto, muss ich sagen, wie ein normales PKWchen. So, wir fangen mal hinten an. So, das Schöne ist, die Passagiere sitzen hier sozusagen, die gucken sich gegenseitig an. Ein extra und an der Stelle schönen Dank an unsere Fördervereinsmitglieder, weil die haben sozusagen diesen Tisch und da hinten diese Aktivladehaltung für ein 2-Meter-Band-Funkgerät mitbezahlt. Dafür schönen Dank. Können wir aber gut nutzen. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Das richtige Aktiv-Funkgerät dazu. Dann kann man hier wunderbar funken. Wir machen dann mit einem Verlängerungskabel das 4-Meter-Band den Hörer hier mit hin. Und dann kann man hier wunderbar schreiben und wie ein kleiner EEW tätig sein. Ne? Das Schöne ist aber, dass die Kinder auch oder Jugendliche, wenn die hier mitfahren, sich angucken können, auch mal hier Karten drauf spielen können, während der Fahrt, wenn wir irgendwo hinfahren, Zeltlager und so weiter, dann haben sie hier wunderbar, können sie sich hier zurückziehen. Ne? So. Natürlich ist hier vorne alles so gegen Durchfallen gesichert mit diesem Gitter. Dann haben wir hier drunter noch ein paar Boxen. Da sind auf der einen Seite hier sind Ladekabel ist da drin. Warnwesten haben wir hier drin für die ganzen Kinder. Muss ja ein paar dabei haben, sind ja 9 Sitzplätze. Und Getränke. Ich denke, das könnt ihr euch vorstellen. Schön ist auch, wir haben hier so LED-Licht. Das heißt, es ist wirklich abends auch richtig schön taghell. Das ist gut. An den Tisch, den kann man auch hinten 2 Knöpfe drücken, hier unten abschrauben, dann kann man den Tisch auch rausnehmen. Ne? Ist aber nicht zum Wegklappen. Also es gibt den Tisch auch in kleiner, der ist ja nur halb so lang. Und dann kann man den da unten wegklappen, das gibt es auch. Wir haben uns aber für diese Variante entschieden, lieber fest, stabil. Okay. Ihr seht hier auch, hier ist auch so ein Arbeitslicht draußen dran, das heißt, man kann hier das hier auch einschalten. Wie das geht, zeige ich euch gleich von drin. So, das war schon der Mannschaftsraum. Jetzt kommen wir zum Fahrerraum. Was man mit dem MTW so machen kann. Ich mache für euch jetzt eine Anweisung, so ähnlich wie ich sie für meine Kameraden gemacht habe, als ich denen am ersten Tag das Gerät vorgestellt habe. Okay, schauen wir uns mal an. Los geht's. Das Auto ist eigentlich relativ normal, erstmal Standard. Das heißt, man hat hier so Sachen wie Start-Stop, Parkdistanzkontrolle, ganz normal Lampensteuerung. Ne? Man hat ja, die Spiegeleinstellung hier rüber, elektrisch und so weiter. Elektrische Fensterheber, kennt ihr alles. So, gut, Tempomat kann man haben, muss man aber meistens wahrscheinlich auch nicht. Weil in Urlaub fährt man damit meistens doch nicht. So, gut. Was ein bisschen spannend ist bei Ford, schon mal der Tipp, Heckscheibenwischer ist hier versteckt. Ne? Habe ich am Anfang, das war nicht so selbsterklärend für mich. Dachte ich, was ist das denn? Und dann habe ich irgendwann das gefunden. Im Intervall kann man hier drehen und so weiter, aber okay. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Technik. Und zwar, wir haben hier so eine Schalterbatterie. Das heißt, wir haben einmal, hier steht so dran, Heckblitzer. Das sozusagen oben drauf, hinten das Blaulicht. Frontblitzer, das ist das Blaulicht, also vorne auch in den im Kühler. So, und Stadt-Landschalter, Stadt-Land. So, Horn, Tatütata, wenn ich das jetzt anmache, passiert erstmal nichts.
den, ihr könnt euch ja vorstellen, das ist hier wie so ein Hauptschalter. Wenn ich den drücke, sind dann diese ganzen Funktionen aktiv. Das blaue Licht oben drauf plus die anderen. Sind jetzt alle an. Gucken wir uns mal an von draußen. In diesem Modus, wenn ich jetzt fahre und habe Licht an und der Motor läuft, ich würde dann hupen, würde dann, ohne dass ich das geschaltet habe, eine Drei-Ton-Folge geben. Wisst ihr, man muss mindestens bei einer Kreuzung drei Töne vorher gemacht haben, damit man rein verkehrsrechtlich auch die Kreuzung Sonderrechte in Anspruch nehmen darf. Ne? Ihr müsst dem Autofahrer auch Chancen, Zeit geben zu reagieren. So, machen wir mal wieder aus. Gut, das war das. Im Grunde genommen ist der Rest alles Standard. Wir haben hier unser Funkgerät. So. Also das hier ist nochmal aus. Das hatte ich vorhin gesagt, wenn wir hinten sitzen, nehmen wir hier ein. Ist nicht die beste Variante vielleicht. Es geht ja mehr um Großeinsätze, ne? Das dazwischen. Und nach hinten legen, ne? So. Ich habe das so schön ordentlich aufgewickelt, das lasse ich jetzt. Weil wer von euch schon mal gefunkt hat, weiß ganz genau, mit Schreiben. Auf dem Armaturenbrett geht es vielleicht sogar noch ein bisschen, aber mit Schreiben ist das schon ein bisschen knapp, wenn man hier funken soll und dann kann ich hier die ablehnen kann. Fehlt einem meistens eine Hand, das Blatt Papier festzuhalten. Ne? Okay. Dann ist hier noch ein Versteck, wenn man hier vorne drauf drückt, damit ihr gleich zum Ford-Kenner werdet, ist hier noch was versteckt. Ne? Okay, jetzt kommen wir zum Besonderen. Und zwar haben wir jetzt mal zwei Ladehalterungen für 2 Meter Band, Analogfunk. So, und dann haben wir hier einmal den Hauptschalter fürs Funkgerät. Da geht jetzt auch hier das Licht an. Ne? Dies mit den Tasten nennt man FMS. Da gibt es eine Kurzanweisung zu. Was wir hier noch haben, wenn wir Radio an haben. Ich mache mal kurz Radio an. Schöne Musik. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Ruhe. Artikel 13 greift jetzt gerade. Ich mache mal laut. Aber könnte man hier drüber, über diesen Schalter, den Schalter hier betätigen. Dann hat man das auf dem Außenlautsprecher gelegt. Ne? Das hier sind die Abwerfer draußen. Die funktionieren aber nur mit angezogener Handbremse. Umfeldleuchte rechts, Umfeldleuchte hinten. Gucken wir uns mal kurz an. Hier gibt es nur eine Falle zum Funkhauptschalter. Wenn der Funk jetzt an ist, gibt es eine Reihenschaltung. Sag ich mal, wenn ich hier an der Seite ist ein ganz kleiner Dippschalter. Seht ihr den? Wenn ich den aus Versehen mal schalte, dann kann ich hier oben so viel schalten, wie ich will. Dann kriege ich das Funkgerät nicht an. Ne? Das heißt, das ist eine kleine Falle. Beim Putzen bitte diesen Schalter nicht betätigen, zumindest bei uns. Vielleicht ist er bei euch irgendwie zu betoniert. Ne? Okay. Das war's schon. Die ganze Bordelektronik, also alles läuft hier auf 2 getrennte Batterien. Da haben wir ein Trennrelais. Das heißt, wenn man hier mal den Sitz so hochklappt, sieht man hier schon. Das 4 Meter Analogfunkgerät und die Vorbereitung schon hier für das Digitalfunkgerät. Hier, ne? Mit Antenne und so. Das brauchen wir dann einfach nur hier reinpacken, wenn das jetzt bald kommt. Und die Trennung für die Batterien. Das heißt, wenn die Zusatzbatterie, alles was hier in Feuerwehrspielereien drin ist, läuft über die Zusatzbatterie. Wenn die leer ist, trennt das Relais und wir können nicht, dann wird die Hauptbatterie nicht entladen. Dann läuft das Auto wenigstens noch. Ne? Nur, dass ihr wisst, hier drunter verbirgt sich das. Jetzt gucken wir uns mal das FMS an. Also, man hat hier, also ich habe hier eine Übersicht gemacht, welche Statusmeldung was bedeutet. Komme ich gleich zu. Ich fange mal kurz an die Tastenbelegung. Hier ist ein Rausch, Sperre, leiser, lauter, Kanal. Hier kann man K drücken und dann den Kanal, dem man zugehört. Das mache ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht. Man gibt den Kanal ein und welche Art Gegenverkehr, ne, Wechselband, Ober, Unter, was weiß ich, Wechselsprechen, Ober, Unterband. Das wissen die Funker, aber das ist hier, man drückt K, die Zahl und das, was immer auch eingestellt werden muss und fertig. Ne? Gut. Status 1 sind wir jetzt gerade, weil wir sind einsatzbereit über Funk. Wir sind nicht am Gerätehaus. Ich bin hier gerade mit euch sozusagen das Fahrzeug vorstellen, aber bin über Funk erreichbar jetzt. Das Funkgerät ist an, deshalb habe ich Status 1 gegeben. Wenn ich im Feuerwehrhaus bin, gebe ich Status 2. Das heißt, ich bin einsatzbereit auf der Wache. Okay?
wenn wir alarmiert werden und losfahren, wenn wir losfahren, dann drücken wir Start, lassen 3 gedrückt, dann fahren wir auf dem Einsatz. Dann fahren wir los. Dann spart ihr euch das Funken, Rücken aus, 1,8, bla bla bla. Ne? So, das ist das. Status 4 ist dann am Einsatzort eingetroffen. Das heißt, wenn ihr dann da seid, braucht ihr nur 4 gedrückt halten und die Leitstelle weiß, top, Festweg ist schon da, Alter, sind die schnell. Wenn ich mit denen sprechen will, weil ich irgendwas meine Lagemeldung durchgehen möchte, man nutzt ja die Leitstelle auch gerne als Logbuch, dann drücke ich die 5, das machen wir gleich mal. So, und Status 6 heißt, ich bin nicht einsatzbereit. Wenn ich die 6 gedrückt halte, habe ich kein AGT-Bull mehr drauf, Autodefekt, keine Ahnung, ihr seid abgemeldet, Auto in der Werkstatt, Status 6. Ne? Gut. Das heißt, ihr werdet dann auch nicht alarmiert. Wenn ihr jetzt sozusagen den Einsatz beendet habt, ne? Feuer ist aus, ihr wollt zurückfahren, müsst ihr es ja kundtun. Es gibt keine Taste für Rücke wieder ein. Ne? Rücken ein und haben den Standort wieder erreicht. Was macht man dann? Natürlich drückt man dann wieder die 1, wir sind einsatzbereit über Funk. In dem Moment, wo ihr losfahrt, seid ihr wieder einsatzbereit. Ihr habt einen Einsatz sozusagen in den anderen Bänden, seid ihr jetzt wieder einsatzbereit, aber nicht im Gerätehaus. Und sobald ihr im Gerätehaus seid, wo man sonst gefunkt hat, haben Standort erreicht, schalten Abkommen, drücken wir jetzt wieder die 2, sind einsatzbereit auf der Wache. Okay, gut. Wenn wir mit der Leitstelle sprechen wollen, das machen wir jetzt mal kurz gemeinsam, mache ich jetzt mal kurz den Sprechwunsch. Und Sprechwunsch ist die 5, halte ich kurz gedrückt und dann achte mal aufs Display, was dann passiert. Jetzt kann ich mich funken, jetzt ist halt die Anweisung. Jetzt funke ich. Frage, Verständigung kommen. Laut und klar, ohne nennenswerte Nebengeräusche. Verstanden, Ende. Und mal da so mal kurz getestet. Es gibt noch einen besonderen Fall, und zwar angenommen, hier ist jemand wirklich Notfall gerade, wo es um Zeit geht, dann gibt es noch einen priorisierten Sprechwunsch. Das ist die 0. Das heißt, dann stehe ich nicht in der Schlange an, sondern kann einmal vorbeigehen und werde beim Funk sofort angenommen. Ne, wenn es um Menschenleben geht. Schnell, weil das war jetzt ja wirklich äußerst unwichtig, mein Ruf. Aber das ist halt priorisierter, nutzen wir aber ehrlich gesagt selten. Diese anderen Tasten 7, 8, 9 sind mehr so für einen Rettungsdienst, was ich habe, Patienten übernommen und so weiter. Das ist so für uns Feuerwehr jetzt erstmal nicht so interessant. Deshalb habe ich es auch nicht mit aufgeführt. Ne? Gut, wenn ihr noch Fragen habt, gerne kommentiert. So eine Kleinigkeit, also es gibt natürlich bei dem Feuerwehrauto so ein paar Sicherheiten, das muss meistens die Handbremse angezogen sein, auch für die Arbeitsscheinwerfer und sowas. Aber das werdet ihr dann merken, wenn ihr damit arbeitet. Gut, dass ihr mal so einen kurzen Einblick habt, was so ein Feuerwehrauto wieder von innen aussieht. Achso, kleiner Tipp noch, es gibt so manchmal hier so Angaben, wie breit und wie hoch ein Auto ist. Das gibt es einmal hier. Und ich habe das nochmal zusammengefasst und habe das hier nochmal mit Antenne und so ausgemessen, wirklich. Dass, wenn man nicht genau weiß, bevor ein Schaden passiert, man lieber nochmal gucken kann. Kleiner, das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht ein Tipp für euch. Um einfach den Fahrer, der auch nicht regelmäßig damit fährt, einfach mal ein bisschen Sicherheit zu geben. Ja, unter dem Tunnel kann ich jetzt durchfahren. Ne? Besser als wenn das Blaulicht hinten liegt. Ne? Gut, super, ihr Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Feuerwehrli. Bis dann. Tschüss.